ist es kein Es muss klar sein, welchen Zweck so die Technik dient. Es darf keine systematische, heimliche Beobachtung der Bewegung von Passagieren und von Menschen im öffentlichen Raum stattfinden. Das muss ganz klar sein und ein Forschungsprojekt, das in eine andere Richtung geht, droht im Grunde Geld zu verschwenden, wenn die Ergebnisse hinterher nicht rechtskonform angewendet werden können. Ebenso problematisch das Thema Datenspeicherung. Ziel ist es natürlich schon, Daten aus verschiedenen Quellen intelligent zu verknüpfen. Aber um diese intelligent zu verknüpfen, ist keine Speicherung in dem Sinne notwendig. Wenn es relevante Sachen sind, dann könnten diese natürlich zunächst, bis eine Bewertung stattgefunden hat, zwischengespeichert werden. Also doch Speicherung. Und wer überwacht die Überwacher? Und wer zahlt wofür? Was das Seltsame eigentlich bei diesen Programmen ist, ist, dass letztlich Dinge, die man meinen müsste, oder dass das Aufgabe von Verteidigungsbetrieben sind, dass die plötzlich ausgelagert werden in den Forschungshaushalt. Also dass man, wenn man so will, Betriebepolitik oder Sicherheitspolitik dann in einen Außenforschungshaushalt so funktioniert. So eine negative Zukunftsvision. Also, was jetzt kann ich sagen. Wir haben keine Verfassung und wir haben keine Bundesregierung. Das hat auch der von der SPD, der Dicke Gabriel, hat es ja auch gesagt. Frau Merkel ist Geschäftsführer einer Nichtregierungsorganisation. Und auch Herr Schäuble hat das 2011 auf dem Bankerkongress gesagt, dass wir seit 1945 nicht frei sind. Ja, aber was bedeutet das jetzt letztendlich für uns? Für uns bedeutet das, dass wir endlich eine Regierung wählen müssen, eine Regierung, die eine Regierung ist und die wir bestimmen und eine Verfassung instand setzen, in Kraft bringen müssen. Und das haben wir nicht. Das steht im Artikel 146, dass wir eine Verfassung brauchen. Und das ist meinst dafür. Du, dass die Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland geheim sind? Nein. Warum nicht?
Ich glaube, dass nichts mehr geheim ist. Das ist alles bloß, letztendlich sind die Wahlen sowieso nichts wert. Wir wählen, es wird trotzdem was anderes gemacht. Und wenn jemand vor der Wahl zum Beispiel sagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 2% und der andere sagt, wir erhöhen nicht, darauf kommt 3% raus. Dann ist eine Lüge. Und für eine Lüge kann man nicht noch eine Regierung machen. Und im Übrigen gibt es kein gültiges Wahlrecht. Also alles, was diese Bundesregierung für Gesetze erlassen haben, das ist letztendlich Müll. Alles klar. Ja. Schönen Dank. Danke. Ja, kann ich nicht aufnehmen, ne? Dann sage ich Ihnen was. Ich bin auf drei Uhr wach. Echt? Da sitzt der richtige Ding. Ich bin jetzt einige Ihrer Feierabendigen drin, ne? Und ich habe einen Zug gemacht, ne? Ich bin nie im Leben auf BGH 3 Uhr gekommen. Nicht mehr aus. Niemals. Kannst du mal, niemals. Komm noch mal zur Mahnwache am Montag. Die ist Bayerische Landesvertretung, 17.30 bis 19 Uhr. Muss nicht diesen Weg. Ach so. Ja? Aber wir brauchen Leute, wir brauchen Informationen. Weißt du, das ist, ich kann hier aus Berlin, wir können uns nicht alle aus den Fingern saugen. Ne? Ja. Also und es werden immer mehr Leute, die darüber erzählen. Ja, ja. Da gehst du quasi nicht rein, kommst du mir raus. Ja. Ja, wie ihr seht, Leute, das nimmt hier erstmal keine Hände. Ja, wie gesagt, ihr könnt noch dazu stoßen. Die nächste Zwischenkundgebung ist am Max im Springerhaus. Da könnt ihr auch noch hinfahren. Finanzielle Boden weggezogen wird, weil sie sich kritisch äußern oder weil sie einfach genau nicht reinpassen. Genau, ich bin auch eine davon. Das ist hier mein Buch. Hey! Der ist von hier. Aha. Ich habe 2003, habe ich das mit den Fakten und Dokumenten, habe ich das hier gebracht und ich habe das geärgert bekommen. Meine Arbeit.
10 Wochen. Ich unterbreche jetzt erstmal so ein bisschen den Livestream. Melde mich gleich wieder vorne vom Moranenplatz. Oder nicht, warte, ich lasse es einfach an. An- und ausmachen, hin und her rücken. Das wird mir nicht geben. Ich fahre einfach mit euch hier zusammen jetzt mal wieder vorne an die Spitze. Und dann schauen wir mal, was da noch gleich am Moranenplatz passiert. Weil da ist ja auch das Camp der Refugees. Ob sich da, dass wir uns da solidarisieren.